Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Starve Together. Don't Starve Together, nicht Starve. Ja, servus Leute, der Kaius möchte uns schon wieder verhungern sehen. Genau. Das werden wir verhindern. Wir haben jetzt eine neue Welt generiert. Ja, weil wir mit der alten. Ich hab's selbst gesehen. Genau, wir waren nicht zufrieden damit. Wir hatten einfach kein Glück und versuchen es jetzt einfach nochmal. Über 5 Tage haben wir rumgesucht nach was. Ja, wir hätten vielleicht doch ein Wurmloch hier nutzen sollen. Sollen wir es direkt mal nutzen? Bist reingegangen? Ja, komm, was soll's. Tschum, tschum. So. Ich bin gespannt, ob wir beide gleichzeitig irgendwo rauskommen. Ja. Ach, guck mal, wo wir direkt rausgekommen sind. Also, wenn es das jetzt, wäre, das wäre geil. Oder? Das wäre richtig geil. Das würde hier diese Runde in eine völlig andere Richtung lenken. Gebiet ist schon richtig. Also ich habe auch noch gar nichts gesabbelt bisher. Das ist, habe jetzt gerade noch so im Kopf, dass ich so viele Items habe, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Stimmt, da war das erste Gebiet da besser, weil hier gibt's ja nichts anderes. Oh, voll. Wie? Oh shit! Oh, ich habe noch keine Stöcke und alles. Wutschi, ich glaube, da werden wir ganz schnell jetzt gleich den Arsch zu greifen. Könnten natürlich wieder. Oh, dachte. Ah, ja. Fuck, was brauchen wir denn noch mal? Das ist wieder so ein komisches Augenviech. Stöcke. Augenvogel. Oh, nee. Greift er mich an? Der greift natürlich mich an. Toll, jetzt sind wir hier in unserer Steppe und völlig unvorbereitet. Ah, dort oben ist unser Gebiet. Ich laufe gerade nach Norden. Norden, Norden, Norden. Ja, bis ich Stöcke auch. Finde. Bis ich Stöcke finde. Oder rechts müssten Stöcke sein. Oder verflucht. Nein! Also das wäre auf jeden Fall mal ziemlich schnell. Ach komm hier, hier sind wir doch schon langsam, aber sicher im Gebiet. Hier, ja, hier ist ich habe was gefunden. Stöcke, ja. Ich bin hier sogar bei Schweinen. Ach da, hey. So, schnell mal Axt machen. Ja. Und chop, chop, chop. So, das. Ah, ich habe kein bisschen Flint. Oh Mann. So, was brauchen wir für Feuer? Achso, das reicht schon. Okay. Feuer kann ich schon machen. Das ist schon mal gut. Aber zu essen, ja, das sieht schon schlechter aus. Da links ist nochmal. Ja, grünes. Gebiet. Froschtümpel wäre da. Ach, die Frösche wieder. Diese aggressiven Spackos, oder? Naja, wir haben sie angegriffen, also. Ja, damit müssen wir leben. Ah, das wird ja unser Freund, der Baum. Der Freund, der Baum. Ich frage mich, was der für eine Bewandtnis hat. Der hat bestimmt irgendwas Besonderes. Oh, jetzt brauchen wir sofort ein Feuer. Ja. Moment. Warum macht das? So. Huh. Ah. Dann nutze ich mal die Nacht und werde noch ein bisschen mehr Holz sammeln. Hä, da kommt irgendwas. Was ist das denn? Kann es sein, dass deine Sanity wieder unten ist? Meine? Wenn du schon wieder Dinge siehst? 104. Ja, du hast schon ein bisschen geringe Sanity. Weil hier kommen so komische weiße Bläschen. Siehst du die nicht auch hier rechts? Ach so, nee, das ist normal. Ja, das sind Fireflies. Ach so. Die können wir, glaube ich, mit irgendwas fangen und als Lichtquelle nutzen, also anstatt Feuer. Ah. Aber frag mich nicht was. Ich hab gar die vielleicht wie so eine Laterne benutzen. Glaube ich, ja, könnte es. Oh, da ist ja Gold. Ah, der Stein. Ich hab bloß keine. Mir fehlen sowohl Stöcke wie auch Flint. Ich habe noch gar nichts.
noch. Gar nichts. Also ich habe ein bisschen Gras, zwei Zweige. Wollen wir uns am nächsten Tag aufteilen? Einer geht nach oben links und der andere geht nach unten links, weil unten links ist ja noch dieses Gebiet. Okay, lass mich mal gerade auf die Map gucken, wo wir sind. Okay. Alles klar, ich gehe nach oben. Okay. Dann schaue ich dort unten, ob ich was finden kann. Stöcke ist schon mal gut und Flint auch. Ah, da kann ich gleich eine Pickaxe machen. Ich habe hier schon mal ein paar aufgespießte Schweineköpfe gefunden. Das ist ja auch wieder sehr... Glaube ich, komme in kaum Gebiet, wo es was zu essen gibt. Also falls du was für mich mit sammeln könntest, wäre super. Ich sammle alles auf, was ich finde. Gut, von roten Pilzen werde ich jetzt erstmal Abstand halten. Also die musst du nicht unbedingt aufsammeln. Ah, hier ist eher das Goldgebiet. Gold und Steine. Okay, ich sehe schon wieder Geister. Meine Sanity ist aber ganz schön nach unten gegangen. Ja, du brauchst dann unbedingt so einen Blumenkranz wieder. Ja. Schnell, schnell. Lumpy Evergreen. Oh, hier ist wieder Büffelgebiet. Aber keine Büffel. Traurig. Lalala, ich laufe und laufe. Ah, das ist ja ein Schwein, das heißt Konstantin. Für euch wieder zur Erinnerung, wir suchen ein Gebiet mit Büffeln, um uns dort endlich nach 20.000 gefühlten Parts eine Base zu bauen. Genau. Oh, hier sind auch wieder Schweine. Du bist ein einsames Schwein, oder wie? Ich laufe hier gerade voll durch das Steingebiet, aber das bringt mir gar nichts. Weitere Steppengebiet. Gibt's hier Büffel? Büffel. Mist. Oder Bisons oder was auch immer ihr seid. Egal, Hauptsache ihr seid da. Auf jeden Fall Tiere, die schöne große Haufen machen. Darauf kommt's doch an. Oh, ich glaube, Schweine machen auch Haufen, wenn man sie füttert. Echt? Ja, aber es ist halt eben nicht so effizient, weil... Von den Büffeln kriegt man es umsonst. Weder finde ich Blumen, noch finde ich irgendwas zu essen. Ich bin hier voll in der kargen Gegend. Das ist echt unpraktisch. Wo bin ich denn hier gelandet? Na gut, ich bin in der Steppe. Da gibt es nur Gras und Häschen. Für die Häschen habe ich keine Fallen. Oh, Spinnen. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Hier kommen Tentakel aus dem Boden. Boah, Hentai, Hentai. Tentakel Rape. Hast du etwa dein Schulmädchenkostüm angemacht? Ja, habe ich. Nee, hier muss ich aber schnell weg, ey. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Tentakel? Oh Mist, jetzt habe ich es nicht gesehen. Oh, ich muss weiter Blumen pflücken. Alter Schwede, ich finde hier gar nichts, was mich irgendwie weiterbringt. Dito, gar nichts. Oh Mann. Drei Hasen auf einem Haufen. Ja gut, gar nichts ist jetzt anders, aber... Komm, ich mach mir wenigstens mal... Eine Axt. Ist hier ein bisschen Waldgebiet. Ein paar Stöcke und ein paar Blümchen. Ein Gras. Aber nicht zum Rauchen. Nein. Alles mitnehmen. Bienen. Aber keine Agrobienen. Diese Bienen, grausames Volk. So, so, so. Steine, Steine, wunderbare Steine. Aber... Shit, jetzt bricht die Nacht herein. Also ich kann mich selbst versorgen. Lass mal gucken. Ja, ich kann mir auch ein Feuer machen. Das ist schon mal gut. Weit und breit im Süden. Das Problem ist nur, ich glaube, ich... Zu viel. Was ist das denn? Das sind, hier sind Zombieschweine. Zombieschweine? Ja, oder keine Ahnung. Und Tentakel. Ach du Scheiße.
Oh, ich glaube, ich bin gleich hinüber. Oh je. Ach du Scheiße. Lauf! Und Spinnen. Oh Mann. Jetzt bin ich aber hier voll im... im schlechten Gebiet. Im absoluten Premium-Gebiet gelandet. Kacke. Und natürlich finde ich unterwegs nichts zu essen. Nichts? Hattest du nicht schon was? Nee. Oder schon wieder so ein komischer Vogel. Der, Kopfvogel. Noch ein Kopfvogel. Oh ja, hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Oh, das sieht relativ freundlich aus. Komm. Ah! Busch mit Beeren. Oh. Ein einziger oh. Busch mit Beeren. Ach, du bist dort oben. Boah, bist du weit rechts. Kannst du mich sehen? Ja, ich habe durch ja diesen Mod, ne? Bin ich jetzt etwa weit von dir weggelaufen? Ja, ich dachte, du bist nach oben links, du bist aber nach oben rechts. Dachte mir schon. Ich glaube, da oben links ging es nicht großartig weiter oder so. Ja, kann sein. Hier unten ist auf jeden Fall alles nichts. Nichts, gar nichts Interessantes. Brauche jetzt langsam was zu essen. Aber ich habe jetzt auch hier alles abgegrast. Hier gibt's nichts mehr. Ist ja nicht zu glauben hier. Der Süden ist leer. Ein paar Seeds zum Futtern. Naja. Ich mache mir jetzt auch ein Feuerchen. Aber ich glaube, jetzt bin ich hier gerade in einer Gegend, die ist ein bisschen netter. Boah, was war das? Eine abgefuckte Gegend gerade. Wobei, ich mach's jetzt anders. Ich geh sogar mit Fackel rum. Dann kann ich mich weiter erkunden. Lalalala. Ich werde erstmal hier ein bisschen... Augenvogel. Ich bin einfach über einen Augenvogel drüber gelaufen. Oh, ein Manko habe ich bei meiner Taktik jetzt. Ja, nämlich... Mein Magen ist fast leer. Hätte ich doch ein gescheites Feuer gebraucht. Ja, in meinem befindet sich auch nicht gerade viel. Meiner ist auf 17 und schon... Was ist das denn? Nicht kaputt. Shit! Hier hat gerade der ganze Bildschirm gebrannt. Gut. Ach so, du bist dann in Feuer reingelaufen. Ach so, das galt dann mir. Das war der Feuer-Damage. Ah, shit. Oh nein, Spinnen. Ich sehe hier nichts... tiefster Wald. Ich muss Feuer machen. Und zwar mit Bäumen. Aua. Fuel Reserve low. Oh, an Bäumen kann ich die nicht gucken. Sehr langweilig. Wenigstens ist es jetzt sehr hell hier drin. Okay. Gleich ist die Nacht vorbei. Und ich muss dringend weiter nach Essen suchen. Oh. Zumindest mit den Spinnen habe ich das jetzt auch gelöst. Die Spinnen werden auch alle verbrannt. Ja. Zumindest deren Hort. Jetzt brauche ich bloß eine Safe-Stelle, wo ich was essen kann. Juhu, ich habe eine Möhre gefunden. Komm schon. Dafür brauche ich wieder Gras. Und Gras habe ich jetzt nicht hier. Fackel hebe ich mir lieber nochmal. Dann liegt einfach Gold rum. Ich gerade gehört, bist du gerade rechts von mir? Was? Eigentlich bin ich relativ weit weg. Ich krieg Schaden. Weil ich leer bin am Essen. Ich will doch bloß ein kleines Feuer machen. Oh, meine mentale Gesundheit ist gestiegen. Ich weiß auch nicht warum. Hast du dir einen Blumenkranz aufgesetzt? Nee, ich sammle eigentlich gerade Blumen, damit ich mir einen machen kann. Ja, das steigert auch ganz gut. Ach, nur um Blumen zu sammeln? So eine Blume zu sammeln gibt 5. So. Gut. Hör dich doch. Du bist rechts von mir, oder? Ja. Glaubst du zumindest? Lass mal gucken. Na doch, ich bin ein ganzes Stückchen nach unten gelaufen wieder. Das kann, könnte sein.
So, was kann man denn noch alles reinhauen? Das kann ich noch machen. Komm, Petals. Oh, Petals sind bloß Fuel. Ne, Fuel will ich damit mitmachen. Ich hab Hunger. Ich schau mal, ob du wirklich rechts von mir, also direkt rechts von mir bist. Müsstest dann hier in so einem Steingebiet sein, oder? Eigentlich bin ich gerade mitten im Wald. Also in so einer sehr sympathischen Ebene bin ich hier eigentlich. Oh nee, du bist komplett. Du bist hinterm Wasser. Oh. Also bei mir ist jetzt riesen Wasser im Weg, um zu dir zu kommen. Oh shit. Ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwo was Gutes finde, was uns hilft. Ich gehe mal in den Norden. Da, wo du wahrscheinlich warst. Schau dort. Vielleicht irgendwas Essbares. Ich bin in einer Ebene. Einer Steppe. Was ist das? Marble Pillar. Mhm. Ah, da ist eine Straße. Dann laufe ich auf der Straße lang. Boah, hier sind total viele Hasen. Das ist schon. Bist du auf einer Steppe? Ja. Aber Büffel sind noch keine da, oder? Noch nicht, aber ich guck mal. Boah, hier sind total viele. Oh, hier ist ein Sumpf. Spiky Bush, Spiky Tree. Ja, genau. Das ist das, wo ich eben auch war. Ach, die Zombieschweine. Ja, sehe ich schon. Das ist, glaube ich, Sumpfbiom. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber wenn du meinst, es ist da drin gefährlich, dann muss ich es jetzt auch nicht unbedingt so sehen. Es ist nicht wirklich angenehm drin. Vielleicht ein anderes Mal. Oh, die Straße führt durchs. Hm, toll. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall mal extrem viele Hasen. Jetzt bräuchten wir nur ein paar Büffel. Ja, zur Not müssen wir uns vielleicht doch an einem super Ort mit ganz vielen Hasen niederlassen, weil es hat doch keinen Sinn, wenn wir hier ewig rumirren. Vielleicht finden wir die Bisons auch irgendwann anders. Bist du in der Steinstraße gefolgt? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann bin ich wahrscheinlich. Oh ja, du bist jetzt direkt aber südlich von mir. Laufen wir jetzt auch noch dazu? Nee, ich laufe nämlich gerade weiter nach Osten. Auf irgendeiner Steinstraße. Einfach mal entlang, wo die hinführt. Na gut, mach mal. Vielleicht führt die ja zu irgendwas. Nee, die führt jetzt nach Süden. Bienen. Grasebene, ja. Essen wäre jetzt wieder mal nicht schlecht. Don't starve. Hauptprogramm des Spiels. Don't starve. Tja, jetzt habe ich die Steppe verlassen. Gut, ich habe noch etwas, um Feuer zu machen. Habe ich aber nichts zum Essen. Ah, Karotten. Jo. Ah, ich habe jetzt auch eine ganze Menge gefunden. Bären. Das ist schon mal echt ein Vorteil. Kann ich ein Feuer machen? Ich kann gar kein Feuer gleich machen. Ah, ich muss ein bisschen Holz machen. Dann go. Ja. Ich kann auch gerade so ein Feuer machen, aber das nicht befüllen. Cool. Ich bin, glaube ich, ganz in deiner Nähe mittlerweile. Zufällig geguckt habe. Bin in deine Richtung nämlich gegangen. Weil das doch hier eine leckere Ebene ist. Wo man wenigstens was zu essen findet. Ach, die Folge ist übrigens vorbei, ne? Was? Ja, wieder? Schon vor ein paar Minuten. Skandalös. Skandalös. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Jo, ciao.